Christian Lausch von der FPÖ ist am Wort. Ja, danke, Herr Präsident. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir werden schon wie im Ausschuss selbst den Sammelbericht nicht zustimmen. Und ich begründe das wie folgt. Es ist schon vieles gesagt worden. Es hat lediglich eine Petition hat es geschafft, Bildungspetition hat es geschafft. Das ist erfreulich natürlich und wichtig und richtig, aber weitere wichtige, aus unserer Sicht wichtige Petitionen haben es nicht geschafft. Schon erwähnt, umfangreiche Selbstversorgung mit heimischen Lebensmitteln hat es nicht geschafft, wurde lediglich zur Kenntnis genommen. Dann viel schon gesprochen worden, Schülertransporte im Linienverkehr, mehr Platz für diese Schülertransporte, aber auch die Petition Stopp dem Krebs am Arbeitsplatz, menschliches Leid durch nicht anerkannte Berufskrankheiten verhindern, wurde auch ebenfalls lediglich zur Kenntnis genommen. Und es sollte halt die Kenntnisnahme, die Schubladisierung, die Ausnahme sein und die Zuweisung in den jeweiligen Fachausschuss sollte die Regel sein. Und solange vorherrschend ist, dass es genau umgekehrt gemacht wird, dass die Regel ist, dass zur Kenntnis genommen wird und nur ganz in seltenen Fällen den Fachausschuss zugewiesen werden, werden wir es so halten, dass wir zukünftig sich die Sammelberichte ganz genau anschauen und großteils auch, das haben wir in der Fraktion besprochen, die Zustimmung diesen Sammelberichten verwehren werden, weil es so einfach nicht geht. So geht man mit wichtigen Themen nicht um, einfach nicht um. Und wenn der Kollege Prinz sagt, es wird weiterentwickelt, auch im Petitionsausschuss wird gar nichts weiterentwickelt. Weiterentwickeln kann man im jeweiligen Fachausschuss. Und darum tut es mir persönlich leid, dass man nur eine einzige Petition den Fachausschuss zugewiesen hat und alles andere hat man wieder mal schubladisiert. Und darum werden wir diesen Sammelbericht nicht zustimmen. Danke. Weil im Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiative werde nichts entwickelt, das passiere nur in den Fachausschüssen, betont Christian Lautsch von der FPÖ.